herzlich willkommen. Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass unser nächstes Buch Bewusstes Singen bald erscheinen wird. Ich möchte euch ein bisschen vorstellen, wie das Buch aufgebaut ist und wie das Buch eure Technik verbessern kann. Das Buch Bewusstes Singen basiert sich auf der Supraleitung-Methode. Auf der Supraleitung-Methode habe ich bereits 2 Bücher und eine CD erscheinen lassen. Das Buch ist aber speziell für Sänger. In diesem Buch möchten wir die anatomische Grundlagen erklären und dies verbinden mit praktischen Übungen. In dieser Weise erklären wir Ursache und Wirkung. Oft hören wir in der Stunde, sing in die Maske, stütze besser, mach Inhalarlavoce oder mach ein besseres Stimmsitz. Diese Kausalität, was wir in diesem Buch erklären, macht das Buch speziell aus. Wir erklären, wie ihr jetzt im Inhaltsverzeichnis seht, welche tiefliegenden Muskelgruppen eine Rolle dabei spielen, dass eine Stimme gestützt wird oder ein Vordersitz zustande kommt und vor allem, dass die Stimme ohne Widerstand fließen kann. Supraleitung, das Wort entnehme ich symbolisch analog von der Physik. Das bedeutet, wenn man einen bestimmten Stoff runterkühlt, dann gibt es keinen elektrischen Widerstand. Im Singen bedeutet das, dass der Atem ohne Widerstand fließen kann. Dies erreichen wir nur dann, wenn die tiefliegenden Muskelgruppen sowohl im Hals innen als auch im Körper uns halten, richtig aufgebaut werden. In dieser Weise werden wir uns entpanzern können. Was heißt Entpanzerung? Wenn man diese Haut von innen aufgebaut wird, zum Beispiel mit dem Psoas, Zwerchfell, Transversus, da können wir die unterschiedlichen Verspannungen im Rücken und überall eigentlich loslassen. Das heißt, wir können uns entpanzern und es entsteht eine Balance zwischen Spannung und Entspannung. Diese körperliche Balance zwischen Entspannung und Spannung ergibt auch eine seelische Balance. Das heißt, wenn wir Stress haben, wenn wir Angst haben, die Muskulatur zieht sie zusammen. Wenn wir aber lernen, den Körper von innen aufzubauen, dann entfallen diese stressbedingte Verspannungen und dann fließt der Atem und fließt die Stimme frei, wie in einer Supraleitung. Das Gefühl, dieses loslassende Gefühl von der äußeren Muskulatur und dieses Bei-sich-Sein, dieser innere Halt, gibt auch ein Selbstbewusstsein beim Singen, die wir unbedingt brauchen. Dann erleben wir unseren Körper wie eine wertvolle Stradivari-Geige. Das Buch habe ich mit meinem Kollegen Markus Werli geschrieben, beziehungsweise er ist verantwortlich für die Textgestaltung, für die Bilder und für das Layout. Ich bin verantwortlich für den Inhalt. Ganz besonderes Dank für ihn. Ebenfalls danke ich für unsere sogenannte Hebamme, in Anführungszeichen, die uns geholfen hat, das Buch richtig zu schleifen und am Ende zu Endvariationen zu bringen mit dem letzten Lektorat. Und sie heißt Christina Reuchlinger. Sie ist auch eine Kollegin von uns. Wie gesagt, das Buch wird voraussichtlich Ende Dezember 2020 oder Anfang Januar 2021 erscheinen. Das Buch ist aufgebaut folgendermaßen. Das Thema jedes Mal in 31 Kapitel fängt an mit einer anatomischen Beschreibung. Nachher kommt eine Zielsetzung, dann die Übungen, dann das Nachempfinden. So versuchen wir, wie ein Puzzle den Körper kennenzulernen, in unterschiedliche Eingangstüren zu finden und dann das große Bild
eine fließende Stimme hinzubekommen. Ich freue mich, dass bald das Buch wirklich erscheint und dass ihr damit bereichert sein könnt. Herzlichen Dank und tschüss!